never hurt me no more. Sticks and stones will break my bones, but words go never hurt me no more. Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem neuen Video von mir. Ich bin euch ja noch ein Video schuldig und zwar kriege ich immer wieder ganz viele Fragen zu unserer Geburt. Wir hatten ja diesmal, leider kann ich jetzt auch nicht so richtig sagen, aber eben einen Kaiserschnitt. Und ich bin auf jeden Fall eine Mutter wie die meisten, die eigentlich eine natürliche Geburt möchten. Aber es gibt ja auch viele, die wollen unbedingt einen Kaiserschnitt. Und ich bin jetzt im Endeffekt auf jeden Fall froh, ich hatte ja zwei Spontangeburten und diesen Kaiserschnitt, dass ich jetzt, ich bin irgendwie so um eine Erfahrung reicher und bin irgendwie froh, dass ich mal weiß, wie der Unterschied ist und bin auch nicht jetzt so wahnsinnig deprimiert, weil ich eben schon mal spontan entbunden hätte. Ansonsten kann ich jede Frau verstehen, die sagt, ihr wurde irgendwie dieses Gefühl genommen der Spontangeburt und ja, wenn man traurig darüber ist, wenn man nur Kaiserschnitte oder einen Kaiserschnitt hat, es ist ein schwieriges Thema. Auf jeden Fall möchte ich euch heute so ein bisschen davon erzählen, wie unser Kaiserschnitt war oder unsere Kaisergeburt war, weil es ja ein ganz besonderer Kaiserschnitt war. Ich werde euch am Ende dieses Videos nochmal mein Kaisergeburt-Video verlinken. Da habe ich euch vor der Geburt erzählt, wie so eine Kaisergeburt abläuft und was da der Unterschied eben ist zu einem normalen Kaiserschnitt. Und da gibt es nochmal dann mehr zu dem Thema. Heute möchte ich das euch nur so ein bisschen erzählen, wie es dann letztendlich bei uns gelaufen ist und was anders war als gedacht. Und auch so ein bisschen den Vergleich ziehen jetzt zu Spontangeburt und Kaiserschnitt für mich. Es ist ja auch für jeden anders, weil jede Operation und jede Geburt einfach anders läuft. Also, ich sitze hier übrigens mit meinen Kindern und wir schneiden Skelette aus für eine Gruselparty. Für mich? Genau, ne? Hier wird nämlich jemand vier. Ich kann es nicht fassen. Dann habe ich 4 Jahre, 2,5 Jahre und 0 Jahre, 3 Monate. Jetzt ist er 2 Monate, also ist schon 2 Monate her. Ich bin topfit, nur bin ich dick. Ich bin natürlich so wahnsinnig dick, ne? Aber mein Gewicht geht viel langsamer runter. Weil ich ein Baby im Bauch hatte. Lustig, ne? Ich finde es nicht so lustig diesmal irgendwie, aber habe ich euch ja... Ja, Vito heißt das Baby, ne? Und ist der Vito ein tolles Baby? Ja. Ja, ne? Und hier schon mal noch ein großer Kühl. Voll die gute Idee. Machst du da hinten einen Stapel, ja? Also, ich hoffe, ihr stört euch nicht daran. Es ist so gewesen, dass wir ja einen geplanten Termin hatten zu unserem Kaiserschnitt. Man kann das auch ganz krass machen und einfach sagen, wir kommen erst, wenn... Ja. Wir kommen erst, wenn die Wehen eingesetzt haben. Dann wäre das Ganze noch natürlicher und ich war unfassbar aufgeregt. Also es war wirklich schlimm. Man muss sich immer einreden, finde ich, dass das ja eigentlich ein wunderschöner Tag ist und dass man muss versuchen, dass die Freude überwiegt. Aber ich habe das nicht wirklich geschafft, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich hatte an diesem Morgen vom Kaiserschnitt einfach nur wahnsinnige Angst. Wurde dann alles vorbereitet und es war eigentlich eine total schöne Atmosphäre, dadurch, dass es ja tiefster Winter war, war es noch total dunkel und wir waren die einzigen irgendwie im Kreissaal und wir wurden in einem ganz gemütlichen Kreissaal vorbereitet mit Zugang legen und alles. Das hatte überhaupt gar keine OP-Atmosphäre bis dahin. Und ich will das gar nicht so jetzt groß ausschmücken und erzählen, weil da eigentlich, ich will nur die spannenden Sachen erzählen.
es war total krass, weil ich lag dann nochmal am CTG und es wurde dann gesagt, okay, es ist alles fertig, wir schreiben jetzt nur nochmal CTG, sieht alles super aus, wir warten auf die Ärzte und auf den Anästhesisten. Ja, und dann habe ich mal Wehen bekommen, ne? Also es wäre tatsächlich wahrscheinlich der Tag gewesen, an dem dieses Kind gekommen wäre, weil ich hatte tatsächlich dann, wir hatten nicht so lange Zeit, eben CTG zu schreiben, aber es waren Wehen, die ich wirklich tatsächlich schon halt gespürt habe und die waren auf dem CTG sehr regelmäßig. Ich hatte ungefähr 4 Stück, so alle 12 Minuten ungefähr und dann musste ich halt schon in OP und da haben sie auch immer gefragt, ob ich was spüre oder so. Es hat nicht wahnsinnig wehgetan, aber ich habe mich schon so gefühlt, als ob es sowieso losgegangen wäre. Was einerseits irgendwie komisch war, weil ich dachte immer noch im Hinterkopf so, komm, das hätte jetzt auch mit einer Spontangeburt geklappt, ohne Komplikationen, aber es konnte mir halt eben keiner, es war halt einfach zu gefährlich. Danke, Schatz. Ja, sie ist richtig schön geworden, so Zacken, ne? Ja. Voll gut. Machst du noch mehr? Im Endeffekt habe ich es aber eher positiv gesehen. Ja, weil ich mir dann gedacht habe, okay, der wäre wirklich sowieso heute von selbst auch rausgekommen. Wir locken ihn jetzt nicht irgendwie raus, obwohl er noch nicht bereit wäre. Das war eigentlich ein ganz cooles Gefühl und die Hebammen haben so gelacht. Also das ist anscheinend Mama, sehr selten. Mama, die Knochen mache ich noch ganz am Ende. Mach das, wie du möchtest. Ich denke, dass das so von der Aufregung kam einfach. So, dass dadurch irgendwie mein ganzer Kreislauf, Stoffwechsel, alles so total angeregt war durch die Aufregung und dadurch eben die Wehen entstanden sind. Die Arme? Ich würde sagen, die Arme oder die Beine. Bis dahin war alles total schön und lustig und auch gemütlich mit meinem Mann und dann ging es an Abschied und dann kam kurz so eine Phase, wo das Ganze ganz schlimm war, weil ich dann einfach ohne meinen Mann dann da in dem OP war. Und es wurde vorher gesagt, dass es nicht so eine typische OP-Atmosphäre hat, dass es ein bisschen gemütlicher gestaltet ist. Ich kenne ja OPs, weil ich Kinderkrankenschwester bin und das sieht halt wirklich so mit Fliesen und Silber und das war halt alles da so in Weiß gehalten und trotzdem, ich musste die ganze Zeit an so eine Szene denken von Bruce Allmächtig, wo der dem Gott begegnet, wo er glaube ich kurz vorm Tod ist, da ist alles so krass weiß und ganz hell und so habe ich mich da auch gefühlt. Ja, unfassbar hell. Genau. Und ne? Dann kam noch ein Diesel. Ja. Da waren so viele Menschen in diesem OP, ich habe nicht gezählt. Die Hebamme hat mich vorher noch gefragt, ob sie eine Praktikantin mit reinnehmen darf und ich hatte da auch natürlich nichts dagegen. Und dann war das der Chefarzt, der mich operiert hat, weil der mich eben noch kannte von der letzten Geburt. Ja. Und also Chefarzt und Assistenzärztin, dann Hebamme und Hebammenschülerin, 2 Anästhesisten und ich glaube, das war's. Hinterher dann natürlich noch der André. Also was dann aber blöd war, war, dass ich dann echt aufgeregt war und ich musste mich auf die Liege setzen und dann habe ich die PDA bekommen. Da war ich so schlimm aufgeregt, dass ich einfach angefangen habe, ja, ohne Grund eigentlich zu weinen vor Aufregung. Die PDA kannte ich ja schon von den anderen beiden Geburten, aber wenn man halt eben gerade krasse Schmerzen hat, dann ist es nicht so schlimm. Wenn man das so bewusst mitkriegt und eigentlich gerade schmerzfrei ist, es hat jetzt auch überhaupt nicht wehgetan, aber es ist einfach ein komisches Gefühl, ne? Wenn man weiß, was da so gemacht wird, aber Schmerzen waren es auf keinen Fall. Das ist ein Mutterknochen, ne? Richtig gut, richtig, richtig gut. Und dann wurde ich so verkabelt und hingelegt und dann war, weiß ich nicht, ob die Angst so groß war oder ob es von dem PDA-Medikament war, aber dann war ich mal kurz weg, kreislauftechnisch, ganz schlimm. Die haben mir dann sofort was gespritzt und dann ging es wieder bergauf und dann konnte auch der André reinkommen und dann war das Schlimme vorbei, aber ich hatte wirklich richtig schlimmen Kreislauf, halt so bis zur Ohnmacht. Kann keiner sagen, ob das Medikamente, Aufregung, auf dem Rücken liegen mit dem dicken Bauch, das sind alles so Faktoren, die da
zusammenspielen. Und dann kam der André rein und dann ging es auch sofort los. Innerhalb von 4 Minuten war, glaube ich, das Kind da. Es wurde der erstmal gefragt, ob ich was spüre oder so. Ich habe überhaupt nichts gespürt. Für alle diejenigen, die Angst haben vor dem Kaiserschnitt oder so, ich kann euch nur sagen, dieses ganze Vorbereiten und so, das war für mich gruselig und eine komische Atmosphäre, aber vom Körperlichen an sich, vom Kaiserschnitt, also das Aufschneiden und Kind rausholen, das hat überhaupt nicht wehgetan. Das war wie, als hätte mir jemand so den Bauch gestreichelt. Ich habe wirklich kaum was gespürt. Und ja, die haben dann eben das Tuch, was normalerweise ja da hängt beim Kaiserschnitt, für die Kaisergeburt gesenkt, so dass der André und ich sehen konnten, was da passiert. Wir haben nichts gesehen von meinem Bauch oder irgendwas Ekliges. Der André, der saß ja so ein bisschen höher als ich mit dem Kopf. Der konnte auch überhaupt nichts sehen. Also die haben das am Rand quasi so verdeckt mit Tüchern. Und wir haben dann gesehen, wie das Baby das Licht der Welt erblickt hat. Wir haben den ersten Schrei gehört. Der Schrei war wirklich noch, als nur der Kopf rausgeguckt hat. Es war tatsächlich irgendwie es sah aus wie eine echte Geburt, nur eben aus einer anderen Öffnung irgendwie so. Und dieser Moment war so krass, aber ich muss sagen, es war wirklich schön. Also es ist schon irgendwie eine komische, befremdliche Situation, aber es ist auch irgendwie schön, das Kind quasi geboren zu sehen, ohne dass man eigentlich selber was machen muss und man hat keine Schmerzen. Es war auch nicht wahnsinnig irgendwie voller Blut, kaum Käseschmiere. Cool, ne? Und ich hatte so einen Bonding-Top an, was einfach nur wie so ein Schlauch war. Das war auch wie so ein CTG-Schlauch, das kennt ihr ja bestimmt. Haben die das Baby rausgeholt und mir sofort, also die Hebamme hat mir das unter das Bonding-Top getan und hat mir das halt, der Kopf war dann hier und es war alles schön warm, dann noch Handtuch drüber und dann haben sie ein paar Minuten, ich habe da kein Zeitgefühl, keine Ahnung, die Nabelschnur auspulsieren lassen oder ein bisschen pulsieren lassen. Das waren vielleicht so, ich schätze mal 3-4 Minuten. Und davon haben wir aber jetzt von dem Rest komplett nichts mitbekommen, weil wir so glücklich waren und geheult haben, weil es war total krass. Unser Sohn hat blaue Augen, unsere Tochter hat braune Augen und unser dritter Sohn hat grüne Augen. Und der André nur, hat grüne Augen, hat grüne Augen. Das war total krass. Und dann haben die das Tuch wieder hochgemacht und wir waren irgendwie so für uns, wir drei, alle drei Köpfe aneinander. Wir haben geheult und haben uns gefreut. Und dadurch habe ich wirklich... Ja, gut. Habe ich wirklich von dem Rest, also zunähen und all so ein Kram null mitbekommen. Dann wurde der André rausgeschickt, nur eine Tür weiter, weil der OP für den Kaiserschnitt ist da direkt im Kreissaal. Und ich wurde dann mit Baby hier, das Baby wurde mir niemals abgenommen, rübergehoben in ein normales Bett. Mit Decke und Kissen und alles, ein schön normales Bett. Und dann kommt man auch nicht da in einen Aufwachraum, sondern eben in den schönen Kreissaal, wo man auch vorbereitet wurde. Und da waren wir ganz alleine, nur für uns. Meine Mutter durfte auch direkt zu Besuch kommen. Und hinterher war dann die U1, ja, ich glaube so eine Stunde oder 2 Stunden nach der Geburt, aber auch direkt neben mir. Also ich lag im Bett im Kreissaal und wie man das so kennt, direkt daneben war halt das Waschbecken und die Wickelauflage. Und da haben meine Mutter und mein Mann dazugeguckt. Und da war zum Glück auch alles gut. Wir haben gekuschelt und das ging dann ganz schnell, dass wir auf die Station kamen. Und dann geht auch schon das Thema mit dem Wochenbett los, aber das will ich jetzt nicht auch noch hier erzählen. Das war nämlich... Ja, nochmal was ganz anderes. Bei einer Spontangeburt ist komplett was anderes. Und das Wochenbett habe ich ja sonst immer zu Hause verbracht. Das Wochenbett im Krankenhaus zu verbringen ist auch nochmal... Also ich habe Sachen erlebt, ja, glaubt mir kein Mensch. Also ihr habt das, die meisten von euch haben das wahrscheinlich schon erlebt, aber ich war ja schockiert. Ja, spreche ich dann Nana mal rüber. Ich hoffe, ich konnte jetzt erstmal so zur Kaisergeburt all eure Fragen beantworten.
ich kann sagen, dass der Kaiserschnitt an sich für mich, der Moment des Kaiserschnitts, eine leichtere Geburt war, aber das Wochenbett dafür umso schmerzhafter und schwieriger. Und wenn ich das alles so in Relation sehe, auch mit der Gefahr, dass es eine Bauch-OP ist und sowas, würde ich immer wieder eine spontane Geburt bevorzugen. Und jeder, der sich die Frage stellt, was tut mehr weh oder was ist schlimmer, dem würde ich immer eine Spontangeburt empfehlen, weil ein Kaiserschnitt einfach eine ganz andere Atmosphäre ist und die Schmerzen einfach langfristiger sind. Wehen sind vielleicht ein Ticken schlimmer, aber die sind zeitlich begrenzt und die hat man eben nicht 2 Wochen. Ein Kommentar habe ich noch bekommen hier auf YouTube, dass jemand der Kaisergeburt sehr skeptisch gegenüberstand, weil ja eben der Bauch durch das Auspulsieren der Nabelschnur und das langsame Gebären sehr lange auf wäre und das eine blutende Wunde wäre und man würde viel zu viel Blut verlieren. Ich habe 400 Milliliter Blut verloren und soweit ich weiß, ist normal im Durchschnitt auch bei einem normalen Kaiserschnitt 500 bis 800 Milliliter. Ihr könnt ja mal gerne schreiben, falls ihr das wisst, wie viel Blut ihr verloren habt. Ich weiß, too much information, aber ja klar, man denkt das natürlich, dass man da viel Blut verliert, aber ich habe sehr wenig Blut verloren und ich hatte auch danach absolut keine Probleme mit Eisen oder mit Kreislauf oder sonst was. Trotzdem war mein Wochenbett sehr spektakulär oder jedenfalls die 3 Tage nach dem Kaiserschnitt. Und jetzt sind wir glücklich und zufrieden zu Hause und wie gesagt, ich würde immer wieder eine spontane Geburt bevorzugen, nur werde ich das in meinem Leben nicht mehr erleben, weil es für mich einfach zu gefährlich ist aus gesundheitlichen Gründen. Wenn ihr aber vor der Frage steht, was tut mehr weh, was ist schlimmer, würde ich euch, wenn ich eure Freundin wäre, zu einer Spontangeburt raten. Jetzt haben wir 3 Kinder, obwohl ich noch nicht mal vor 4 Jahren zum ersten Mal Mutter geworden bin. Das ist irgendwie. Die Kinder heißen Carlo und Bonnie. Ja, und das dritte Kind? Bitte. Ja. Sind wir jetzt eine glückliche Familie? Ja. Ja? Aber wir haben noch nicht aufgeräumt. Wir haben noch nicht aufgeräumt, das stimmt. Wir haben jetzt hier alles voller Papierschnipsel, ne? Ja. Und wollen wir noch mehr Kinder? Ja. Wie viele denn? Ich wollte noch 2. Noch 7, also 7 Kinder insgesamt. Findest du das gut? Und ich? Wo sollen die denn alle schlafen? Alle im Familienbett, in einem Bett? Und die ganzen Mädchen, die 3 Mädchen, die dann noch kommen, wo schlafen die? Hä? Ich hab doch 2 gesagt. Ach, 2, okay. Und wie sollen die heißen? Eine soll. Auch wie du Josephine heißt. Auch Josephine soll die heißen? Ja. Okay. Und das andere Mädchen? Hast du noch eine Idee für einen guten Namen? Mhm. Wie denn? Auch Bonnie. Ta. Ta. Fla. Fla. Ja, Fla ist gut. Dann. Also wir kriegen noch 2 Mädchen. Eine heißt Josephine, eine heißt Fla. So, ein Geburtsbericht der besonderen Art, der Josie-Art. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt ihr mir doch einfach hier in die Kommentare. Und ja, ich bin so, so froh, dass alles gut geklappt hat. Und wenn ich jetzt nochmal einem Kaiserschnitt gegenüberstände, hätte ich weniger Angst als vorher, weil genau die Sachen, vor denen ich Angst hatte, die sind nicht eingetreten und vor den Sachen, vor denen ich keine Angst hatte, die sind dann eingetreten. Also ich dachte, dass die OP an sich ganz, ganz furchtbar wird, aber das war sie überhaupt nicht. Im Gegenteil, die war eigentlich sehr schön. Nur die Vorbereitung und das Wochenbett fand ich schlimm. Gib mir einen Kuss. Du gibst mir auch einen Kuss.